205. Ja, und das ist deine Plantage hier vorne, ja, die Pappelplantage. Ja, ja. Na, das, also hast du die einzeln gepflanzt oder waren die mal große Bäume? Nein, nein, ganz kleine Stücke. Plätzling? Ja, ja, ja. Stecklinge? Ja, Stecklinge. Nur reingesteckt? Ja, ja, ja. Und dann jetzt lässt es wachsen und dann mähst du das nachher dann ab, oder wie? Ja, ja. Ja? Das vierte Jahr und dann wird das 12 Hektar. Ja. Und dann gehst du nachher da wie rüber mit dem Mähdrescher oder? Jeden Winter kommt der Maschine und dann ja. Schnitzen und das Baumweg für die. Gut, dann pass auf, dann machen ja. Wir jetzt. Genau. Ich spreche nicht so gut Deutsch. Nee, super. Also ich verstehe dich. Gerade darüber in dem letzten Jahr die Heizung für die Hühnerfarm unterstützt hat. Asger, wie groß ist dein Biomaler? Das ist ungefähr 250 Kubikmeter. Wie viel Rohr hast du da als Wärmetauscher drin? 600 Meter genau. Und der wurde im April 2013 aufgebaut? Ja, ungefähr. Ja, ungefähr. Gut, und du hast jetzt die Temperatur, die in den Hühnerstall über das Gebläse verwehrt wird, ungefähr bei welcher Temperatur? Ja, in Operation, das ist es in Operation, wenn wir die Heizung wegnehmen immer, dann geht es ungefähr um 40 bis 45 Grad. Okay, also im laufenden Betrieb hat er zwischen 40 und 45 Grad. Und als du den ursprünglich aufgebaut hattest, was hattest du da für eine Temperatur? In die erste Monate, das war halt ungefähr 62. 62 Grad, das ist halt ja sehr hoch. Ja. Nachdem du jetzt von dem, oder an, muss ich anders fragen, bist du von dem Biomaler überzeugt? Ja, ganz überzeugt. Das ist, ich habe meine eigenen Bäume, ich habe meine eigenen, was heißt das? Hühnermist. Das ist ein ökologischer Betrieb und alles. Und das klappt, das ist lokaler. Ich mache Heizung. Meine Meinung war, um die Bäume zu verkaufen. Also wenn du jetzt sagst, die Bäume werden nicht verkauft und die Bäume gehen jetzt als Energie in den eigenen Betrieb. Ja. Was sind denn jetzt deine Pläne für die nächsten Monate? Ist dieses der letzte Biomaler, den du baust, oder kommt noch mehr? Ja, dieser ist nur ein Versuch, um zu probieren und lernen und so weiter. Diese Winter mache ich einen mit Minimum 500 Kubik groß. Und darüber hinten und dann einen anderen hier für Orangerie und so weiter, ein kleiner. Dann habe ich nicht mehr Bäume, die so winzig sind. Also das bedeutet, die 12 Hektar, die du an Pappelwuchs hast, ja, gehen alle in deine Energieversorgung und in die Biomaler rein, die deinen Betrieb unterstützen werden. Ja. Also hier vorne für den ganzen Hähnchenbetrieb wird das ein großer Biomaler von 500 Kubikmetern. Und für die Gewächshäuser und für deine Bauplanung, die du noch hast, kommt auch noch mal ein Biomaler dazu. Ja, das stimmt. Na wunderbar, dann freuen wir uns ja sehr, dass unser Gespräch von Anfang 2013 zu diesem guten Ergebnis geführt hat. Und dann werden wir das weiter beobachten, wie du in den nächsten Jahren dich über die Biomaler freust. Ich kann supplieren mit, ich brauche ungefähr 50 1000 Liter Öl, Dieselöl und 50.000 Kilowatt Strom. So, ich wollte gerne CO2-neutral sein und
das ist ein kleiner Teil von dieser Planung. Ich muss auch Windmühlen bauen und andere Dinge. Das stimmt in meiner Planung alles so. Ja, super, dann freue ich mich ja, dass der Biomaler einen Beitrag leisten wird, um CO2 freizugeben. Ja, ja. Ich bin sehr zufrieden, das ist schon klar. Gut, vielen Dank. Ja, klasse. Zwei von meinen Nachbarn wollten auch so etwas haben. So, du musst da kommen. Ja. Ich habe deine Adresse gegeben und alles so. Du hast auch noch Gülle mit rein, oder? Ja. Oder was? Nur Gülle für Wasser. Also, du hattest dann Wunder? Ja. Nee, nicht mit Schweine. Schweinegülle ist nicht so gut. Wenn du Rindergülle kriegen, kannst du es besser. Ah, okay. Schweinegülle ist immer etwas kälter. Ah. Die vom Schweinemist und von Schweinegülle sagt man kalter Mist. Ah, ich weil der ist immer zwischen 5 bis 10 Grad kälter als Kuhmist. Oh, ich wollte auch besser Rinder. Dieses Schweine, das stinkt so. Ja. Hast du ungefähr eine Anhaltswert, wie viel du schon gespart hast jetzt? Was? Wie viel Geld du schon gespart hast an, an Strom noch nicht? Überhaupt ne? Nicht. Ich nee. Weiß überhaupt nicht. Das wird sich am Jahresende dann. Da ist so viel Änderung im Haus immer mit ja, okay. Da brauche ich nicht so viel Heizung für Heating. Für das Aufheizen? Nee, das ist oder? Nur für, die Heizung da ist ja. Nur für Fucht. Für Feuchtigkeit. Raus. Okay. So das mit Heizung und Luft. Heizung und Luft. Na, so geht es immer. Alles klar.